vorbei. Also, wir kappen drüben die Leitung. Das heißt hier. Das hier und das hier. Und dann kommt wieder alles über. Warum ist das jetzt? Warum geht es jetzt nicht mehr? Und alles hier hin. Ja, die Kiste wird jetzt gleich überlaufen, das ist doof. Und sortieren. Funktioniert das jetzt oder nicht? Kommt gar nichts an. Ah doch, hier ein Gepäck. Von jedem Loopback einen und noch so einen weißen, so einen gelben. So, der Pick und den da. Ja, dass die hier rausgezogen werden. Dann kommt das hier weg. Hier stellen wir die Ender-Chest hin. Nein, nein. Ich dachte, ich könnte das Säckchen wegwerfen, das war so doof. Das ist mal ein Export. Aber grün ist okay. Blacklist allerdings. So. Man weiß natürlich wieder nichts mit anzufangen. Wird alles wieder abgerissen von mir. So, und hier kommt jetzt Insert rein. Das ganze Zeug kommt hier rein und wandert oben ins ME. Und da werde ich tun müssen, dass ich das weiterverarbeite. Was hier jetzt eben nicht reingeht, sind die Säckchen. Die werden hier nämlich ausgeschlossen, dass die rausgehen. Das sind die Blackliste, die dürfen da nicht durch. Die wandern dann hier hoch und gehen in das System hier. So. Und im Grunde kann ich die Fässer ja auch alle mal anders einstellen. Werden die nämlich auch leer gepumpt. Extrakt. Geht auch alles nach oben. Und sobald die leer sind, können wir hier unten nämlich das auch nochmal verändern, dass man die Ender Chest direkt an den da vorne heranstellen. Wenn wir dann noch wollen, dann machen wir das so. Extrakt ohne. Dann wandern sogar. Warte mal. Hier, den weg. Wow.
ist jetzt da mal auf. Hier, Konto Speed Upgrade. Electrical Steel, Piston, Eisen. Davon werden wir jetzt mal schnell eins machen. Sonst dauert es nämlich lange, bis das. Oh oh. Der ist auch schon voll. Speed Upgrade Eisen. Eine Piston. Wo ist sie denn? Hier oben. Redstone Dodge. Und Electrical Steel. Und dann sollte man vielleicht auch noch hier so eine Acceleration Card mitnehmen. Geht es hier nämlich auch ein bisschen schneller raus. Hier kommt diese schöne Upgrade rein. Funktioniert schon, dauert halt eine Weile. Da kommt halt viel Zeug nach. Aber wenn das mal so weit ist, dann passt das. Also hier, diese Fässer werden jetzt auch leer gemacht. Und dann haben wir einfach alles oben. So soll das sein und so ist es auch gut. Gerade mal gucken, nicht dass da noch eine falsche Verbindung offen ist. Genau das hier habe ich gemeint. So, Dele. Also, alles läuft so wie es sein soll. Hier ist leer. Der Herr muss halt jetzt einen Haufen arbeiten. Das ist einfach so. Könnten wir noch was verändern, wenn ich da reinkomme. Dann machen wir ein Extrakt, und zwar braun, und diesen hier, Headcrunch. Wow, da ist ein bisschen Zeug, was da rumfliegt. Bisschen viel Zeug. Disable. Hier. Insert. Hier wird Headcrumbs rausgefiltert und da oben rein. Und wir laufen hier total über. Machen wir mal wieder zu. Vielleicht ist es dann nur halb so schlimm, wenn man das Übel nicht sieht. Naja, du bist trotzdem da.
Fakt ist, es läuft. Es dauert halt eine Weile, bis sich das alles sortiert hat. Das mit den Säckchen ist natürlich doof, die sollen alle da oben rein. Und warum sind hier lauter Legendary Loopbacks drin? Doofe Idee. So, ich hole mir trotzdem hier nochmal ein bisschen Zeug raus. Man kriegt das nicht. Irgendwas läuft hier verkehrt. Krieg die aber auch nicht. Krieg die Sachen aber auch nicht ins Inventar. Jetzt. Dann kann ich die hier herausfiltern. Ja, weil der voll ist. Das ist natürlich ungeschickt. Filter voll, dann geht halt nichts mehr. Wie lange hänge ich hier jetzt fest, um die ganzen Sachen hier loszuwerden? Zu lange will ich das nicht machen. Ich befürchte, ich muss ja per Extraction Max Upgrade ist 15. Das heißt, wir können dann noch mal Upgrades dazu machen. Das werde ich machen müssen. Aber das mache ich offline. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Nächstes Mal wird es hier deutlich leerer sein. Und bis dahin. Ciao Minecraft.